Köln, der Hauptstadt der neuen Friedensbewegung, meine Damen und Herren. Sehr aufmerksam, vielen Dank. Vielen Dank, herzlich willkommen. Das kann man jetzt schon sagen. Und ich glaube, ich spreche ein bisschen mit diesem griechischen Akzent. Denn es geht heute auch ausführlich um den neuen Publikumserfolg Nummer 1 in deutschen Kinos. My Big Fat Greek Wedding. Haben schon Damen und Herren diesen Film gesehen? Ja. My Big Fat Greek Wedding. Es könnte der Lieblingsfilm der Deutschen werden und wir werden nachher ausführlich für Sie, wir werden sozusagen ein Referat halten, ja, wie früher in der Schule. Und Sie entscheiden dann, lohnt es sich nach diesem Referat in diesen fantastischen Film zu gehen oder eher nicht. Und ich habe jetzt gesehen, gestern war bei uns die Tageszeitung voll, am Samstag die erste große Friedensdemo, also eher im Sinn von Antikriegsdemo, hier in Köln. Ja, viele, ja, absolut fantastisch. Ja. Viele Passanten, die in der Stadt waren und gar nicht wussten, dass eine Antikriegsdemo ist, haben sich spontan angeschlossen, ja, und sind mit hier auf den Roncalli-Platz. Das ist nicht der Zirkus in Köln, sondern der frühere Papst. Ja, hier am Kölner Dom, und es sollen bis zu 10.000 Leute gewesen sein. Absolut friedlich. Und ich habe nur gelesen, es gab wenig Textbeiträge, sondern sehr viel spontanes Kabarett, Lieder. Mehr die Emotionen wurden angesprochen. Und sehr viel Transparente, also nieder mit dem Öl-Junkie. Und ich glaube, dass das doch mitentscheidend sein kann, oder? Waren Sie auch bei so einer Demo schon? Niemand von Ihnen war da? Sie waren da. Schildere ich das in etwa korrekt wieder, die Atmosphäre? Ich war nicht bei dieser, ich war bei einer anderen. Aber auch an diesem Wochenende? Ja. Und kann man sagen, dass Emotionen überwiegen, oder sind es auch, sagen wir mal, Beiträge, die Sie sachlich mit dem Thema? Transparente und so weiter. Das war das eine Transparent, was ich gesehen habe. Vorwiegend auch von Kindern. Ich hatte auch schon Freunde, da haben schon 7-Jährige früher an den Vater von George Bush geschrieben, der auch schon Präsident war. Lieber Herr Bush, ich habe Angst und so. Von sich heraus hatten diese 7-Jährigen Angst und wussten auch gleich, dass es George Bush ist, und haben sofort einen Brief geschrieben. Und deswegen war der Kuwait-Krieg ja auch damals so kurz. Wirklich. Ja? Und mein zweite Lieblingsdemo, die ich gesehen habe an diesem Wochenende, war: Angehörige der Bauindustrie haben laufende Motorsägen in Frankfurt in die Luft gehalten, um gegen den Tarifabschluss und die schlechte Lage in der Bauindustrie zu demonstrieren. Also ich muss sagen, wir sind ein ziemlich revolutionäres Volk geworden. Wir lassen uns nicht mehr alles bieten. Und das wird auch hier unterstützt, Arm für Arm, meine Damen und Herren. Die Aufsässigkeit, natürlich in einem finanziell abgefederten Rahmen, das muss schon sein. Ja. Aber ein, ich sag mal, die mentale Motorsäge kreist hier jeden Abend. Und ich bin auch deswegen so politisiert, weil einer der Großen der deutschen Politik wiederkommt, Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine hat gesagt, wenn die Partei mich ruft in Saarbrücken, dann helfe ich. Der Spitzenkandidat soll gezittert haben, der SPD, in Saarbrücken, als er das gehört hat. Ja? Und man muss sagen, Oskar Lafontaine ist natürlich der linke Mann, den die SPD jetzt braucht in diesen Zeiten. Er war auch schon mal Minister unter Gerhard Schröder, aber ich meine, gut, wer war das nicht? Und aus SPD-Führungskreisen hört man, Gerhard Schröder möchte verhindern, dass Oskar Lafontaine wieder zurückkommt, wenn es irgendwie geht ohne Krieg. Heute Abend haben wir einen großartigen Künstler bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, der aber heute in neuer Konstellation hier auftritt. Das ist seine aktuelle CD, Ekstase, seit heute auf dem Markt. Aber schauen Sie hier, schon aufgebaut, ein Original Super 8 Projektor aus ja. der guten alten Schmalfilmzeit. Und das Tolle ist, Rüdiger Hoffmann ist ein langjähriger Freund unseres lieben Kollegen, alias Dr. Brömme, Ralf Kabelka. Und Sie werden heute Super 8 Filme aus Ihrer Jugendzeit zeigen, in denen schon ersichtlich wird, dass beide nur den Weg ins Showgeschäft vor Augen gehabt haben, schon als junge Menschen und sonst nichts. Heute Abend, Sie haben es vielleicht schon erraten, zu Gast bei uns, Rüdiger Hoffmann!
Danke, Sven. Peace. Hier das Originalbesteck, denn Rüdiger Hoffmann bringt selbstgemachten Kartoffelsalat mit. Selbstgemachten. Hier hinten stehen schon die Getränke. Die Leute machen ho, 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 ho. Sie wissen nicht, in welche Richtung das geht. Das ist er, das ist er. Ist es das? Das ist er. Oder ist es der? Na, der ist auch nicht schlecht. Aber das ist mehr so Rabbi. Der in der Mitte, der ist es. Der hier? Ja, ja. Der ist es? Ja, oder? Nein. Ist es der? Ja. Auch nicht. Ja. Er ist zu klein, oder? Ja, die Krempe ist zu schmal, die sind alle zu gut, klein. Bei ihm ist der auch so ein Tacken zu klein. Bitte? Bei ihm ist er auch ein Tacken zu klein. Ja, aber auf der anderen Seite ist die Krempe flacher. Wenn man so nach unten macht, das, ja. Sieht, das hier ist aber er. Aber das Tolle ist, man braucht nur noch sagen er. Ja. Man muss gar nicht sagen wer. Krempe nach unten ist unser Uno. Gunter Pleuger. Ja, genau. Unser Mann an der Uno. Das ist Gunter Pleuger, ja. Ja. Immer, das ist Gunter Pleuger, so in der Art. Und Krempe hoch ist er. Ja. Krempe hoch ist er und Krempe runter ist Gunter Pleuger. Ja? Und Gunter Pleuger geht immer, habe ich gesehen, sehr Mann an Mann im Gleichschritt mit Udo van Kampen. Den kannte ich nicht, ne. Du kennst nicht Udo van Kampen, den ZDF-Korrespondenten in New York? Das ist der Grauhaarige. Gewesen. Der Grauhaarige, der immer noch einen leichten Frankfurter oder hessischen Dialekt durchschimmern lässt. durchschimmern lässt. Krempe nach unten, Krempe hoch ist er. Eine völlig neue Form von Hütchenspiel. Ja. Das ist auf keinen Fall, oder? Ja, ja. Hä? Die Fotos sind halt immer so untersichtig, ne? Das ist ja, es ist eine völlig andere Art, wie da gefilmt wird. Ja. Ich glaube auch, dass in der UNO im Grunde so entschieden wird. Nein. Ja? Viele Fans deiner langen Haare. Es ist gespalten. Ja. Es ist gespalten. Es ist, ich glaube, ungefähr 80% sind der Meinung, die Haare sind zu lang. Ja, mindestens 80%. Ja. Und als ich die Haare ganz kurz hatte, waren 105% der Meinung, mit den langen Haaren war es besser. Ach so. Ja. Wie findest du meine Haare? Zu lang oder zu kurz? Es macht dich ein bisschen älter. Das lange? Ja. Also ist doch sympathisch. Du findest, ich sollte jünger wirken? Nee, du siehst ja auch mit kurzen Haaren nicht sehr jung aus. Offene Kritik, ein offenes Wort, ist gerade in behüteten Systemen sehr geschätzt. Ja. Die langen Haare machen mich ein bisschen älter. Ja, sagt man. Es gibt viele Leute, die sagen. Nein, ich frage doch dich. Ja. Nach deiner Meinung. Ja, lange Haare oder kurze Haare? Naja, schon kurze Haare. Also nicht so diese Raspelbirne, das ist ja furchtbar. Aber schon so ein feschen Kurzhaarschnitt, ja. Ein feschen Kurzhaarschnitt? Ein fescher Kurzhaarschnitt. Aber ja, das hast du doch früher auch immer gehabt. Ich meine, wir haben doch irgendwie die letzten 2 Jahre hast du auch mal vernünftig ausgesehen. Wenn das die Inspektoren sehen, was hier an Kritik möglich ist. Oder? Hat eigentlich Sat.1 auch solche Inspektoren, die das alles abchecken?
Bei wem jetzt? Ja, bei uns zum Beispiel. Mir würde mal gefallen, wenn die Sat.1-Witz-Inspektoren mal kämen. Ja, mit so weißen Autos, dass sie einfach rumfahren. Ja, und wir sagen, bitte hier, das sind Witze. Ja, das sind Witze. Wirklich, die sehen nicht so aus, aber die werden doch zu Witzen umgeschrieben. Genau. Ja. Und das hier, das sind doch alte Klamotten. Nein, das sind brandneue Gags. Wirklich wahr. Dass das so kontrolliert wird und dass die mit den weißen Autos reinfahren. Ich höre weiter. Also Haare wieder kurz. Ja, wie gesagt, so gemäßigt kurz. Also ich meine, die langen Haare, Zottelhaare, mit denen du hier mal angefangen hast, das habe ich ja eh nicht verstanden. Warum hast du die mal wirklich schulterlang wachsen lassen? Bock drauf gehabt. Ach so, okay. Ja. Hauptsache eigentlich aus Aufsässigkeit gegen die ARD, wo im Grunde mehrere Inspektorenkomitees gebildet wurden. Nach dem Motto, wer könnte ihm in einem Moment, wo er entweder betäubt ist oder betrunken in der Ecke liegt, mal andeutungsweise sagen, dass ich die Haare schneiden lassen soll. Und das habe ich natürlich gespürt. Gespürt. Ich konnte es selber nicht mehr ertragen und da hatte ich es so, diese Länge. Ja, ja. Und ich sage mir immer, wenn ich heute alte Wiederholungen von Schmiedeinander zum Beispiel sehe, ja, Schmiedeinander wird ja jetzt so oft wiederholt, dass ich schon wieder Geld dafür kriege. Obwohl ich damals einen Vertrag unterschrieben hatte, 4000 Wiederholungen gratis, ja, das ja. Haben wir, eigentlich mit den langen Haaren, das war doch richtig scheiße. Ja. Oder? Ja. Aber das zeigt ja, man ist fähig zur Selbstkritik. Genau. So wird es ja auch irgendwann gehen bei den frühen Folgen der Harald Schmidt Show im Jahre 2003. Aber. Ja, frag mal Susanna. Susanna, was sagst du? Jetzt mal eine ehrliche Meinung. Mit dem Hut geht's doch. Das. Lass diese Hand bitte. Mach bitte wieder so. Ja, ich finde, das ist fantastisch. Die Hand unscharf, das sind Bilder. Das siehst du im ganzen My Fat Greek Wedding nicht, so ein Bild. Ja. Ja? Aber das ist der Unterschied zwischen Diplomatie, ja, und deutschem Hessenwahlkampf. Zu sagen, du siehst alt aus mit langen Haaren und sie sagt, mit dem Hut geht's doch. Mit dem Hut geht's doch. Also trage ich vielleicht in Zukunft einen Hut. Ja. Ja? Oder so eine Kappe verkehrt rum auf. Das geht nicht, weil da kriege ich irgendwie doch den Comedy-Preis von Gildenbrauerei oder so. Ach so, ja. Nein, das bitte nicht. Ich finde mit dem Hut, das hat was. Es ist so ein Mittelding aus Boys und armenischer Untergrund. Respekt. Und so eine prinzipielle Ehrfurcht. Ja? Am Wochenende, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, wenn wir Sie langweilen, aber das sind nun essentielle Sachen. Ja? Soll ich mir die Haare schneiden lassen oder nicht? Andere Themen gab es ja im Mittelalter überhaupt nicht. Nein, natürlich. Ja? Da hieß es irgendwann, sag mal die ehrliche Meinung und dann hieß es, okay, danke euch, ab aufs Rad. Ja. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja? Am Wochenende, meine Damen und Herren, waren viele aus unserem Team im Kino. Ja. Sie waren fast alle in dem neuen deutschen Publikumshit My Fat Greek Wedding. My Big Fat Greek. My Big, was habe ich gesagt? Fat Greek. Aber My Fat Greek, My Big My Big Fat, My Big Fat Greek. Greek Wedding. So, wer produziert diesen Film? Ist es Walt Disney? Nee, die Frau von Tom Hanks. Ja, aber doch mit einer Major Company im Hintergrund, oder nicht? Golden, ja, weiß ich nicht. Ja, wir wissen nicht. Folgendes. Was wir jetzt äußern, ist unsere extrem subjektive Meinung. Ja. Es ist in keinem Fall eine negative, eine Herabsetzung dieses Films, My Big Fat Greek Wedding. Dieser Film ist die Nummer 1 in den deutschen Kinocharts. Und es wird Millionen von Deutschen geben, die diesen Film lieben. Werden. Ich sag mal subjektiv, meine unmaßgebliche Meinung war das, ja, aber doch bitte das Grauenhafteste, was ich seit langem gesehen habe. Oder? Aber Das ist, ich liege mit Sicherheit falsch. Du hast auch mal Big Fat Greek Wedding gesehen. Ja, gestern. Aber in einem anderen Kino als ich. Richtig, im Uferpalast. In welchem? Uferpalast, am Ring. Am Ring. Ist das gut? Das Kino ist ganz okay. Ja. Mhm. Dir hat der Film nicht gefallen? Be careful, think of the lawyers. Naja, aber das ist ja meine persönliche Meinung. Das ist eine der schlechtesten Komödien, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Na okay, es war die schlechteste. Ich finde, es ist nicht mal eine Komödie.
Wir entschuldigen uns hiermit bei all diesen unsäglichen deutschen Lustspielen, die in den letzten Jahren leider nur das Licht der Welt erblickt haben, weil es zum Beispiel eine Filmförderung Nordrhein-Westfalen gibt, wo auch der letzte lustlose Dreck finanziert wird. Hauptsache, ein VW-Käfer fährt durch Münster. Alle diese Meisterwerke, die wir auch häufig im Kino gesehen haben, deren Hauptdarsteller wir hier mitsetzen, wie ich finde es toll, dass solche Filme gemacht werden, Arm für Arm belügen, all diesen Menschen haben wir Unrecht getan in den letzten Jahren. Denn irgendwo war es noch der ehrliche deutsche Wille, zumindest alle zwei Minuten einen Gag zu haben. Oder eine Geschichte zu haben. Geschichte erzählen. My Big Fat Greek Wedding. Es ist für mich okay, dass alle Mitwirkenden hässlich sind. Ja. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis unserer Show. Aber man geht in diesen Film, weil es hieß, okay, der hat nur 5 Millionen Dollar gekostet und hat 200 Millionen eingespielt. Das finde ich schon mal grundsätzlich interessant und sympathisch. Wie viele Gags hat dieser Film? Einen. Also einen guten. Einen Gag, der okay ist. Wir verraten Ihnen das jetzt. Und zwar, Tula, die Hauptdarstellerin in diesem Film. Griechin. Dieser Film ist, finde ich, extrem griechenfeindlich. Ja, denn die Griechen sind doch, Griechen sind doch kein Volk von dicken, sich falsch ernährenden, pockenhäutigen Menschen, die den ganzen Tag nur fressen und sich permanent anfassen. Ja, und Tzatziki tanzen. Und also, das ist die Griechen sind das Kulturvolk, auf dem zum Beispiel auch Donald Rumsfeld im Grunde seine strategischen Überlegungen aufbaut. Ohne Griechenland keine Olympischen Spiele, ohne Griechenland kein Hexameter, ohne Griechenland keine Homosexuellen. Genau. Das ist für mich Griechenland. Tula steht so hinter einem Tisch in einem Reisebüro. Und sie sieht draußen einen Mann, in den sie verliebt. Der Mann die Tür geht auf, der Mann kommt rein. Sie steht auf und bleibt dabei im Telefonkabel hängen. Ja, sie hat so ein Headphone. Ja. Will aufstehen und das zieht sie nach hinten. Ja. Und das ist lustig, da muss man sagen. Das ist ein guter Gag, da lachen auch alle. So. Wurde bei dir im Kino sehr gelacht? Vereinzelt an 3 oder 4 Stellen. Wie, nicht? Nein, nicht so. Es war nachmittags, gestern Nachmittag um 17. Es war nicht so voll. Ach so, war es da billiger? Ja, 5 Euro ist okay. Wie viel? 5 Euro. 5 Euro, ja. Bei mir war das Kino rammelvoll. Ich war im Odeon. Ja. In der Südstadt. Voll mit Menschen, die am Schluss applaudiert haben. Applaudiert über diesen Film. Echt? Es waren ungefähr 10, 12 Minuten, wo überhaupt keine Pointe war. Wo auch nicht mal im Ansatz ein Gag. Und wenn ein Gag kam, wusstest du, jetzt kommt gleich der. Ja, klar. Die Tatsache, dass ein verkrampftes Elternpaar den angeblich so lebenslustigen Griechen vorgestellt wird, haben wir schon 92 Mal in verschiedenen Komödien gesehen. Die Tatsache, dass, wenn Mutter verkrampft Uso trinkt, es dann richtig lustig wird. Das kann doch nicht der Ernst sein, lieber Filmemacher. Es kann doch nicht heißen, dass ich nur genug Uso saufen muss, um diese Lebensweise toll zu finden. Warum war in diesem Film zum Beispiel Joe Pesci nicht dabei? Ständig kamen Menschen mit so großen Fressplatten auf die anderen zu und sagen, probier mal, hier, das musst du probieren, das ist mein Schwager. Einfach von unten gegen die Platte gehen, what the fuck, you don't leave me alone with your shit! Das kann doch nicht Griechenland sein. Nein. Es war ein ganz schlimmer Anti-Griechen-Film und nie mehr in Filme, die die Frau von Tom Hanks produziert, reingehen. Es wurde auch leider gesprochen in diesem Film, muss man sagen. Sätze im Sinn von, wenn du den Weg am Anfang siehst, vergiss nicht, dass das Ende noch kommt. Geschwister auf dem Bett. Da wurde es dann tragisch. Ja. 2 Minuten. Das war so die Abteilung, wo man sagt, es ist eine Komödie, hat aber sehr viel Herz. Mhm. Und ganz schlimm, wenn ihr es über Filme heißt, es ist zwar lustig, aber man mag die Figuren. Das geht nicht. Oder? Es waren keine Figuren. Ja, es waren keine Figuren. Was war es dann? Comic-Scheiße. Es waren diese fetten Brautjungfern. Ja. Das sollte als lustig gelten. Naja. Ja. Dann Taufzeremonie von diesem Weichei, der die Frau unbedingt heiraten wollte. Er hat sich taufen lassen in einem Plastik-Swimmingpool. Ja, völlig unglaubwürdig. Ja. Eine Herabsetzung der orthodoxen Kirche. Absolut. Schallendes Gelächter im Kölner Kino von Menschen, die vermutlich gerade von der Friedensdemo kamen. Ja. Mentale Lederweste, das sind Menschen, die gehen auch auf Friedensdemos und in die Stunksitzung. Das war ungefähr der intellektuelle Horizont des Publikums. Mann.
Man warf sich weg, wo es wirklich absolut nicht mal aus Gründen der Solidarität mit Drittweltländern etwas zu lachen gab. Da warf man sich weg. Und der größte Lacher war, als der Pfarrer bei der Taufe in der griechisch-orthodoxen Kirche Griechisch gesprochen hat. Man hat die einfach nicht verstanden. Und in einem hässlichen Plastik-Swimmingpool. Ich meine, der spricht Griechisch. Wenn ich kein Griechisch kann, verstehe ich ihn nicht. Ja. Das ist doch alles. Ja. So, haben wir jetzt was vergessen? Nein. Ja. Hat dieser Film etwas, wo man sagt, davon will man mehr? Nein. Nein. Aber, wie gesagt, das ist unsere persönliche Meinung. Eigentlich ist er toll. Viele Leute finden ihn toll. Er ist die Nummer eins und er wird der neue Lieblingsfilm der Deutschen werden. Er könnte eine Art Amelie für Griechenliebhaber werden. In Deutschland. Ja? Aber wir waren enttäuscht. Sehr. Das kam jetzt vielleicht nicht so rüber. Ja? Wie viele Leute aus unserem Team haben den Film schon gesehen? Von denen ich es weiß, also Ralf, der jetzt auch gleich kommt, hat ihn auch gesehen. Wie fand der ihn? Sechs oder sieben. Ich kann ihn ja gleich selber fragen. Ja, genau, frage noch. Ja. Sechs oder sieben. Gibt es auch Leute, die den Film so fantastisch fanden, wie eigentlich der Großteil der Kinobesucher? Eine Frau auf jeden Fall, ja. Ach was? Ja, doch. Ja? Ja, richtig toll. Und warum? Ja, weil er toll ist. Ja, aber gibt es einen Grund dafür? Kann man lachen oder? Ja, lustig, genau. Ach so. Mhm. Ja, okay, also wie gesagt, nochmal, damit Sie uns da nicht missverstehen. Ja? Ich würde sagen, gehen Sie rein. Schauen Sie sich selber an und bilden Sie Ihr Urteil. Aber achten Sie auch darauf, es ist wichtig, dass man im richtigen Kino sitzt. Ja. Man muss schon in einem Kino sein, das auch ein bisschen so riecht. Ja, wo man irgendwie sagt, das ist so, da hat die UNO ein Zuhause. Oder? Man sollte in einen Film gehen, wo auch 10% der Besucher 3 Minuten nach Filmbeginn aufs Klo müssen. Oder? Ich stelle fest, je schlichter die Darbietung vorne, desto mehr muss das Publikum aufs Klo. Ja, ist doch klar. Wenn du bei den Berliner Philharmonikern sitzt, ja, muss während dem Gesamtwerk von Wagner keiner aufs Klo. Weil natürlich auch viele nicht mehr leben im Publikum. Ja. Ja. Aber. Permanent. Permanent dieses Gerenne. So, das hier, meine Damen und Herren, ist der Comedy-Liebling der Deutschen. Und er ist noch nicht mal griechischer Auswanderer, sondern er kommt aus Paderborn. Herzlich willkommen zu einem super 8-Filmabend. Rüdiger Hoffmann und Ralf Kabelka. Du warst auch in meinem Big Fat Greek Wedding. Es war grauenhaft. Was? Wirklich? Hast du den Film schon gesehen? Nee. Wäre was für dich? Also, ich glaube, eher nicht. Ja. Wo hast du ihn gesehen? Ich habe ihn auch im Odeon gesehen. Ja. Am Samstagabend. Am Samstagabend. Auch voll gewesen? Auch voll gewesen. Viele Lehrer, Ehepaare und so. Und ja. Viel gelacht. Ja. Viel gelacht. Aber es ist so ein Film, also wenn es heißt romantische Komödie, muss man sowieso schon immer aufpassen. Ja. Also romantische Komödie mit Sandra Bullock zum Beispiel geht auch überhaupt nicht. Nein, das ist fürchterlich. Dann schon lieber. Aber ich hab eine Bekannte, von der weiß ich, dass sie den Film toll findet. Aber es ist auch so eine, die also, hallo, grüß dich. Ständig anfasst? Ja, also ja. So diese Streicheln. Ja, ne? Das ist ganz schlimm. Ekelhaft. Ihr habt das alles selber gemacht? Ja, ich habe ein bisschen Kartoffelsalat mitgebracht. Das gehört dazu, so am Abend mit dazu, oder? Ja, also ja. Der ist, habe ich selber gemacht, so mit, ich stelle mal hier hin einfach, mit Ei und... Wirklich selber gemacht? Ja. Also du weißt, wegen Salmonellen und so, ich bin ein bisschen misstrauisch. Also bei den Eiern, da war ich mir wirklich so gut wie sicher, dass die müssten noch. Nee, wirklich. Also, was ist das hier? Ja, das sind Würstchen. Ja, lecker. Ja, passend dazu, also selben Fall. Das sind aber kalt, die Würstchen, ne? Ja. Ja. Und noch, sehen wir gut aus. Noch mal Kartoffelsalat. Haben wir den Teller? Mhm. So danke. Jeden sind wir nur zu dritt? Wenn wir eingeladen werden, kommen wir auch. Ja, kommt doch. Ja, dann kommt doch dazu. Warte mal, dann nimm mal die beiden an dich. Komm doch rüber, Manuel. Und Susanne auch? Ja, ja. Und Helmut doch auch. Und Helmut. Ja, Helmut. Ja, ein Würstchen? So. Danke. Geht ja nicht. Ach so, Helmut macht ja gerade eine Kur. Ja, so. Ja, Helmut fastet gerade. Und ich wollte fragen, ob es euch stört, wenn ich
Ich habe meine Puschen noch mitgebracht, wenn ich die. Nee, die gehören jetzt zu so einem Arm mit dazu. Ja, tu dir keinen Zwang an. Nee, ich ziehe dann die Schuhe einfach aus und. Sind deine nicht so ähnlich? Zieh die dann. Nein, das waren so Gießwein. Gestrickte, ja. So, vielleicht kannst du den Kartoffelsalat mal ein bisschen verteilen. Ja, klar. Als Frau hast du da sicher ein Händchen dafür. Ich kann das ja mal aufmachen. Nam, nam, nam. Sagst du Stopp? Ja. Stopp. Und für wen ist der Teller? Für Manuel, oder? Willst du oder willst du keinen? Doch, ich will, aber ohne Würstchen. Keinen? So, worum geht. Du ohne Würstchen? Ja, bitte. Ja. Worum geht's denn in euren Film? Ja, da musst du Ralf fragen. Wieso? Hast du die gedreht oder was? Ich habe den damals gedreht, aber Rudi war auch dabei. Ja, ja, ich war dabei. Also. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Nee, danke. Wir kennen uns jetzt 25 Jahre. Ja. Irgendwie, ich glaube, mit 13 kennengelernt. Und wir hatten damals so eine Kabaretttruppe, die Pappnasen, total toller Comedy. Und vor unseren Auftritten, da hatten wir immer diesen Film gezeigt. Ja. Und um die Leute schon mal einzustimmen. Und, aber ich meine, den habt ihr als Schüler, als dann, als was weiß ich, 15-Jährige oder so, ernsthaft gedreht? Ja, ja, klar. Mit Super 8. Ja, ja, mit Super 8. Und auch selber bearbeitet, richtig, geschnitten und so. Ja, vielleicht schauen wir uns mal einen an. Ihr habt da mehrere mitgebracht, oder? Da muss ich erstmal die Leinwand aufbauen. Ja, ich gehe ja dann schon mal. Habt ihr denn alles? Kannst du dem Ralf gleich. So, Helmut, isst du Kartoffelsalat? Nee, ich halte nur für den Ralf. Ah ja. Und einmal für. Mach das richtig gut. Drauf. Möchte jemand Würstchen? Ich hab's ausgezeichnet. Nee, danke, kein Schweinefleisch. Kein Schweinefleisch? Warum denn? Das ist für dich? Achso, der ist für dich. Ungesund. Ich beleidige mich nicht in meinem Haus. Wirklich, wenn in mein Haus, schau dir meine Tochter an. Sie hat keinen Mann, aber so mein Big Fat Sat.1 Wedding. Ja. Aber bitte isst die Würstchen, sonst kommt 7 Jahre Unglück. Jetzt geht's los, was? Den habt ihr als Schüler gedreht? Hm? Ja, wie gesagt, da waren wir 15 oder 16. Ja. Das ist erstmal das Weißfilm. Ich bin mal gespannt, an welcher Stelle der Film schmilzt. Das ist ja eigentlich immer bei so Super 8 die große Erwartung. Hm. So. Wie schmeckt euch denn mein Kartoffelsalat? Ja, ganz toll. Ja. Wirklich. Ich sage nochmal ganz ehrlich. Ah, hier, guck mal. Ah. Will Bronk. Wer ist denn Will Bronk? Das ist der Produzent. Mhm. Das ist Paderborner Rathaus. Mhm. Gibt's, glaube ich, immer noch. Ja, macht doch ein bisschen dunkler. Man sieht das hier so unscharf. So. Ist das schon der Film? Mhm. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erklären, worum es da geht. Ihre Comedy-Truppe, die wir da damals hatten. Ja, da gab es das Wort Comedy noch gar nicht. Ich stand hinter der Kamera, deswegen konnten wir nicht drauf. Sieht man den Rüdiger? Rüdiger ist der mit dem hellen Mantel. Und den langen Haaren da. Nein. Nee. Das die Haare waren original. Ja, original. Komm, nochmal, lass mal zurücklaufen. Das war ja dann früher auch immer ein Quell ewiger Heiterkeit, Filme zurücklaufen lassen. Das ist so ein bisschen Sozialkritik, ne? Das war Petra, meine erste Freundin. Wirklich? Ja. Heute Hebamme. Ja. Habt ihr denn den Film mit Drehbuch geschrieben oder einfach so? Ach, einfach mal Kamera an und los, ne? Ja. Also so dogmamäßig. Ja, das glauben viele heute. Da sieht man aber irgendwie schon diesen Wunsch, Hebamme zu werden, oder? Hier. Da sind unsere Nummern so entstanden. Jetzt ist sie enttäuscht. Wie hieß sie? Petra. Heißt sie immer noch. Ach so, ja. Das wäre auch nicht so diese Typ-Mädchen, die mit allen was hatte, oder? No, nee, eigentlich nicht. Also nur mit mir. Ja. Hast du noch Kontakt zu ihr? Hoffe ich. Ja. Weniger. Ach, boah. Das ist ein toller Trick. Ja, das ist aber irre. Stopptrick nennt man das. Das ging damals schon, ja? Herrlich ausgeleuchtet. Ja. Das war doch auch nicht billig, oder? So ein Film kostet 25 Mark. Das war damals viel Geld. Ja, klar. Ja. Was da, ist das? Das war gerade lustig. Ja, jetzt komme ich. So, ich habe so den Filou gemacht immer. Ach, das bist du? Ach. Ja, man sieht mich gleich auch ein bisschen besser. Steige ich aus dem Taxi. Und ich habe das nicht mitbekommen. Von wann ist der Film? 1981. Da warst du nur gar nicht. Da warst du noch Quark im Salat. Da hat es aber auch total lang gemacht. Ja, ja. Damals. Der Quark im Schaufenster.
Das ist keine Perücke, sondern sie hat das aufgebauscht. Das bist du? Ja. Ach, das sieht man doch. Das sieht man? Ja. Hast du damals noch keine... Was ist das denn? Bist du daran betrunken? Ja, ich laufe mit der Bierflasche durch die Fußgängerzone in Paderborn und beschimpfe die Menschen. Ich bin eine alte Penner-Sau, hau ab, du Arsch und so. Und die Leute scheinen es aber zu ignorieren, oder? Ja, gut, er war gut, er hat gesagt, komm, gib alles, komm, zeig's mir. Also, hat mir Regieanweisungen gegeben. Das Schöne ist, dass ein Arbeitskollege von meinem Vater mich gesehen hat und hat meinem Vater gesagt, ich habe deinen Sohn heute in der Stadt gesehen, ich glaube, der hat irgendwie Probleme. Der ist in der Westernstraße, das ist so die... Ja, aber man sieht damals schon den Wunsch, einfach schauspielerisch tätig zu werden, oder? Jo. Ich meine, ihr wolltet auch nie was anderes werden, das oder? Das bin ich übrigens. Das ist Rudi Hoffmann. Ja. Boah. Die waren echt. Echt blond. Hm? Das hat jetzt auch Vorteile. Also, man braucht weniger Shampoo. Ja. Das soll übrigens das meiste Acrylamid drin sein, habe ich jetzt gehört. Ja. Mhm. In Kosmetika. Ich fühle mich auch gut. Ist das wieder Petra? Das ist Susanne diesmal. Das ist Petra. Susanne ist Tierärztin. Ja? Tja, gut, ich meine, da... Da kommt aber schon diese tolle Rolle. Atmosphäre dieser 80er Jahre rüber, ja, oder? Ne? So locker. Wie man damals so gefeiert hat. Ja. Ja. Knisternde Erotik. Ja, aber ich meine, das waren einfach so Szenen, die ihr toll fandet und die ihr gefilmt habt. Das sollte jetzt nicht direkt... Jetzt kommt der Supertrick. Hey. Schweinkram. Boah. Also früher von den Auftritten haben sich die Leute weggeschmissen. Ja. Im Kabarett. Das war der Brüller. Ja, nee, aber gut, heutzutage ist es natürlich doch was anderes. Heute ist ein, sag mal, wenn du es vergleichst mit My Big Fat Greek Wedding. Dann war der doch ganz gut eigentlich. Hätten wir vielleicht im ersten Teil ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Obwohl, das ist eine andere Art von... Hier, das, ne? Peter. Ach, so ein Mantel hat die auch mal. Und Fellmantel. Das ist auf dem Weg jetzt praktisch zum Auftritt und ja, da kommt nochmal der lustige Filou. Ist das Arosa ein Hotel in Paderborn? Ja. Mhm. Und der Gag war jetzt, dass du das Auto verpasst hast. Ja, und jetzt hier. Oh, einfach in den Kofferraum gestiegen. Ja, ganz schön locker. Boah. Ja, und dann war normalerweise jetzt der Film zu Ende, tosender Applaus und wir sind dann auf die Bühne gekommen. Wie viel wart ihr in der Kabaretttruppe? So 9. Hm. Hat mal gewechselt, die Frauen haben relativ häufig gewechselt. Ja, die haben sich lange mit uns ausgehalten. Aber ich meine, mit 9, da blieb nicht viel übrig an Geld jeden Abend, oder? Nee. Von der ersten Gage habe ich mir diese Friday Night in San Francisco, diese Schrabbel-Gitarren-Jazzplatte mit John McLaughlin und so. Kennst du die? Wo John McLaughlin 2 Hälse an der Gitarre hat, ist es die, ja? Hm. Oder ist es die nicht? Ich glaube schon. Für 11,80 Mark. Jedenfalls. In Paderborn. Mhm. Ja. Du hast auch eine Kritik dabei, oder? Oh ja. Ja, stimmt. Wir haben uns ja von der Gage auch einen Bulli gekauft, mit dem wir dann noch in Frankreich gefahren sind und dann Straßentheater machen wollten mit der Truppe. Dann sind wir zum Centre Pompidou gefahren, haben so aufgebaut und dann so angefangen. Und irgendwie haben wir so gemerkt, interessiert eigentlich gar keinen. Ja, dann haben wir halt Urlaub gemacht. Dann. Ja, und das ist die erste Kritik. Die ist geil. Und welche Kamera soll ich denn jetzt halten? Die hat so richtig Mut gemacht. So was wünscht man sich doch. Ja, aber das ist ja, weil viele junge Menschen ja fragen, wenn ich zum Beispiel Comedy-Star werden will. Wie wird man das? Indem man konsequent eigentlich von Anfang an auf dieses Ziel hinarbeitet, oder? Indem man als Jugendlicher einfach so einen Film auch schon mal dreht. Mhm. Klar. Oder nicht? Doch. Ich finde schon. Habt ihr noch einen anderen Film?
Ja, ich habe jetzt noch irgendwie was Pfeffriges, also einen kleinen Aufklärungsfilm. Wirklich? Ja. Wie lange ist der? Der ist kurz, 1,5 Minuten. Ach so. Geht das problemlos mit dem Spulenwechsel? Nee, der ist schon hier drauf. Der ist da. Ach so. Ja. Da musst du einfach nur anschalten. Darf ich den Titel sagen? Ja, wie heißt der Titel? Kampf der Onanie. Ja, das ist aber noch davor. Aber schauen wir doch mal. Ist auch heute noch ein aktuelles Thema. Das vergessen wir jetzt. Oh. Geschmolzen? Nee. Kurz der hakt irgendwie. Möchte jemand was trinken? Ich habe hier Cola. Ich hätte gerne noch was Kartoffelsalat. Der schmeckt wirklich ausgezeichnet. So, die ist der super, ne? Schau. Der ist toll. Ach, super. Hier, ich gebe mal durch. Die Schüssel drüber. Ja. Hier. Was ist denn hier? Bier, Wasser und. Wir hatten das animiert. Das habe ich gemacht. Wirklich? Ich war sehr allein damals. Und mit den Begrifflichkeiten auch noch nicht so. Ja, das muss man sagen. Also, das kriegt man ja von den Eltern nicht gelernt. Ja, das war damals sehr tapfer. Was hat im Kopf von so einem 15-Jährigen vorgegeben? Ja, das muss auch sein. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Onanie schädlich ist. Ne? Das sind so die. Aber wie gesagt, eher so ein Wissenschaftsfilm. Ja. Rückenmark. Das hast du alles ganz alleine gemacht. Kampf der Onanie. Hat aber nichts genutzt. Ist das alles voll mit Kritiken, dieses ganze Album? Nee, das sind Fotos irgendwie noch von den Auftritten. Ach so. Glaube ich nur zwei. Ne? Und wie lange gab es dann die Truppe? 3 Jahre. Ja. 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 Und dann hat man sich so getrennt. Dann haben wir Abi gemacht und dann habe ich so alleine weitergemacht. Ja. Bis jetzt. Und ja, und Ralf irgendwie auch. Und die anderen dann? Und die so anderen sind so Tierärztin, Hebamme. Was man halt so Berufe, ja. Ja. Physiotherapeut. Programmierer. Arbeitsloser. Nee, aber es war auch ganz lustig. Wir sind, als wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir halt Urlaub, dann sind wir so in Frankreich rumgefahren, dann wollten wir irgendwann mal nach Spanien auch fahren. Ah ja, das sind noch die. Ja, sieht man jetzt sehr. Von der Theateraufführung. Gut, die Bilder hat ja irgendwo jeder von uns. In so halbdunklen Räumen vor einem alten Mikro. Ja, da sind noch bessere. Aber das sind die Wurzeln. Ja. Und was war dann, als ihr nach Frankreich? Nee, und dann hatten ja nur 3 Leute einen Führerschein, also ich hatte einen, bin dann so gefahren und dann waren wir irgendwie an der Grenze, glaube ich, zu Spanien und dann stand der Wagen so und ja, hab halt so gewartet hinter so einem Wagen und irgendwie sehr lang gewartet. Sehr lang gewartet halt und die anderen eben mit drin in dem Bulli, hab auch so rumgeschimpft, so ja klar hier irgendwie Spanier und so. Ja, bis wir dann halt festgestellt haben, dass ich hinter so einem parkenden Wagen gestanden habe. Ja. Ja, aber das war so unsere Art von Humor damals. Nee, nee. Dafür haben wir dich geliebt. Ja, das sollte man auch haben. Ja, das war schön, dass ihr hier wart und das mal gezeigt habt. Das sind ja doch sehr private Einblicke in die Zeit der Jugend. Die neue Platte von Rüdiger Hoffmann heißt Ekstase. Auf Tournee auch? Ja, immer auch, eigentlich. Ja, immer. Ja, immer. Ja. Ralf, weiterhin bei uns im Einsatz für den Dienst am Kunden. Danke euch. Schönen Abend noch. Wir können ja hier vielleicht noch ein bisschen weiter gucken. Ja, wenn ihr noch Kartoffeln habt. Wir haben keine Eile, nur für das Publikum wird es jetzt spät zu Hause. Danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Gute Nacht. Schlafen Sie gut.